ihren Schultern wirklich machen, bevor er irgendwas im Handstand macht. Da vor allem die Handgelenke einfach meistens sehr empfindlich sind, arbeitet daran, dass ihr da keine Verletzung provozieren müsst. Wir haben 10-8-6-4-2 pro Hand Handgelenk-Stretch und Gymnastic Swim. Sieht beides so aus: Handgelenk-Stretch, eine Hand zwischen Knie, die Finger bleiben immer liegen, Gewicht nach hinten und abnehmen und wieder hoch. Ihr könnt, wenn ihr das toleriert, wirklich Gewicht von eurem Oberkörper auf den Oberarm, auf den Ellbogen legen, sodass mehr Druck passiert. Dann haben wir Gymnastic Swim. Ihr liegt Gesicht am Boden, Becken aus dem Hohlkreuz, Stirn auflegen, Hände gehen über dem Hinterkopf und über dem unteren Rücken zusammen. Wenn ihr die macht, versucht so aktiv wie möglich hinter dem Körper zu bleiben, also schaut, dass ihr nicht den Boden berührt, sondern geht zu weit weg vom Körper rüber. Da haben wir 5 Sätze, wo Facing Shoulder Taps, 20 Sekunden, so viele Wiederholungen wie möglich, 40 Sekunden Pause, geht so nah an die Wand, wie es für euch möglich ist und zieht die Hand zur selben Schulter hoch und bewegt euch hier 20 Sekunden durch. Danach eine Advanced Progression, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Meter Unbroken Handstand Walk, also einfach abstecken. Wer umdrehen muss, weil platzbedingt, macht es natürlich schwerer, aber ihr könnt probieren, ob das trotzdem Unbroken funktioniert. Und die Beginner-Variante ist einfach 100 Taps im freien Stehen oder Rücken zur Wand zusammen. Ein Tap ist wirklich nur, wenn ihr die Hand ein bisschen vom Boden löst, während ihr entweder Rücken zur Wand im Handstand steht oder frei und dann einfach bis auf 100 zählen, die ihr über 15 Minuten zusammensammelt. Viel Spaß beim heutigen Training!